Jo, Freunde, ich melde mich nochmal ganz kurz, bevor das Video losgeht. Wir haben heute den 16.06., sprich vor 3 Tagen wurde ich operiert. Ich wollte euch noch einmal ganz viel Spaß bei dem Video wünschen. Das ist wirklich eine Herzensangelegenheit, diese OP für mich. Ich warte auf diese OP, seitdem ich denken kann. Ich zeige euch jetzt mal, wie mein Kiefer vorher aussah und wie ich die nächsten Tage nach der OP jetzt heute mit einbezogen überlebt habe. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit den nächsten Wochen und mit diesem Video, Freunde. Jo, Freunde, ich bin jetzt gerade frisch aus dem Krankenhaus raus, frisch aus der BIMAX-OP raus. Wir haben, glaube ich, den 15.06. und ich wurde am 13.06. operiert. Bin jetzt schon zu Hause, wie man sehen kann, sehe ich wunderschön aus, wie immer. Und der Zugang war auch sehr angenehm. Insgesamt war die OP sehr angenehm, wie man sehen kann. Heute die Nächte waren echt schlimm. Ich konnte überhaupt nicht. Ich habe vielleicht 2 Stunden pro Nacht geschlafen. Also ist nicht das Angenehmste der Welt, kann ich euch sagen, so eine BIMAX-OP. Von den Schmerzen jedoch eigentlich ertragbar. Also ist nicht so, dass man. Ich würde sagen, von der Schmerzskala ist es so eine 3 oder 4, aber von der Nervskala ist es eine 10. Weil die Schwellungen sind doch ziemlich unangenehm. Also es ist wirklich nicht das schönste Gefühl. Auch hatte ich hier einen Schlauch im Mund, der hier quasi reinging in die Wunde auf der rechten Seite, um das Wundsekret rauszusaugen. Das hat auch alles funktioniert, glaube ich. Ich hoffe, die Wunde entzündet sich nicht. Ich nehme jetzt weiter diese wunderschönen Antibiotika. Und ja. Das war der Tag der BIMAX-OP. So beautiful, so wunderschön war ich, glaube ich, noch nie in meinem Leben. Alles klar, Freunde. Habt einen schönen Tag. Genießt dieses schöne Wetter in Berlin und Deutschland generell. Samuel Lift ist out of lifting, Freunde. Ciao.